Pokémon-Haus. Und, ja. Und Pokémon greifen uns an. Im Pokémon-Haus. Wer hätte das gedacht? Das hätte ich nie erwartet. Pokémon im Pokémon-Haus. Ja. Wie jetzt? Das ist scheiße. Das ist blöd. Ey, lass mich fliehen, Junge. Oh. Aurora-Strahl. Ey. Ihr nervt mich. Okay, also Sofortschutz einsetzen. Merken. Wie? Achso, ich dachte, der steigt. Boah, habe ich gerade so einen Schock bekommen. Warum soll ich mein Pokémon auswechseln, Junge? Ich bin gerade etwas sehr verwirrt. Ich sichere mal kurz das Spiel ab. Und, ich unterbreche mal wieder ganz kurz, vielleicht auch länger, die Aufnahme. Bis nachher. Beziehungsweise bis gleich. Und auch wieder zurück. Hoffentlich gelöst das Problem. Hoffentlich wirklich. Weil sonst ist... Oder sonst sieht's blöd aus. Ist aber auch egal jetzt. Pokémon. Ja, alles richtig. Perfekt. Boah, ich erinnere mich kaum noch an das Gebäude. Was haben wir hier? Ein Fluchtseil. Das brauchen wir immer. Aber es läuft alles jetzt wieder gut. Gut. Okay, dann war ich vorher... Naja, egal. Egal, egal. Solange ist alles funktioniert. Schutz wirkt übrigens nicht mehr. Wollte ich mal so erwähnt haben am Rand. Deswegen weiter Schutz. Hey. Oh, du hast mich überrascht. Ich dachte, du wärst ein Geist. Nö. Ich bin tatsächlich ein lebendiger Mensch. Unfassbar, ne? Yeah. Komm. Los, Aquana. Na, oh, Bedroher. Aber das ist uns egal, weil wir können Surfer. Besiegt? Ja. Locker, 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 locker. So, und das nächste Rettern garantiert auch. Hoffentlich. Weil sonst geht sein Bedroher durch Mark und Knochen. Haha, okay. Ja. Schlechte Witze. Schlechte Witze sind immer schlechte Witze. Ja, egal. Nachdem wir wieder unsere unglaubliche Kombinationsgabe bewiesen haben. Indem wir Gleiches gleichstellen. Gleiches gleichstellen ist immer gut. Null gleich Null. Ja, das kriege ich auch immer bei Mathe-Lösungen raus. Da kriege ich immer 5 gleich 5 und sowas raus und dann verstehe ich nie, was das soll. Ja. So. Ich habe ihn besiegt. Ich kann nicht gewinnen. Ach. Ach. Ich habe das Gebiet hier auf eigene Faust erforscht. Aber es ist so gruselig. Ich muss bald weg. Nach Hause zu Mami. Oh. Tja. Schade um dich. Na, dann gehen wir weiter hoch. Was haben wir denn hier? Oh. Ich finde keinen Weg nach draußen. Der reinste Irrgarten. Echt? Aber... Oh, als ein Dieb. Ey, was glaubst du hier? Dieb Arnie. Und du setzt ein Glumanda ein. Das hätte Amanda einsetzen müssen. Okay. Schlechte Witze, schlechte Witze. Surfer, Surfer, Surfer ist nie ein schlechter Witz, sondern immer gut. Ja. 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 Ich wollte jetzt vom Ja wegkommen, aber ihr wisst ja, wie das ist. Ja. Okay, der war jetzt nicht beabsichtigt. Okay, weiter. Machen wir einfach weiter. Machen wir einfach weiter. Versuchen zumindest weiterzumachen. Mit dem Level Up. Das kann immer... Ja, das ist ganz gut. Ja, ja. Ja. Wie gesagt, wir wollen davon wegkommen. Oh nein, meine Beute. Gib sie mir, gib sie mir. Die Türen kannst du mittels Schalter schließen oder öffnen. Mhm. Schließen und öffnen. Schutz wirkt nicht mehr. Beute. Ja, wir brauchen nur einmal Schutz. Und wollen das da einsammeln. Zink. Zink. Calcium, Eisen, Carbonat. Hier geht's hoch. Wohin denn?
Nee, da wollen wir noch nicht hoch. Glaube ich. Tau. 5. Juli. Der Dschungel im Niemandsland. Wir haben tief im Dschungel ein völlig neues Pokémon gefunden. Wow. Das war spannend. Aber unglaublich spannend. Also einen so spannenden Tagebucheintrag habe ich noch nie gelesen. Calcium. Vielleicht finden wir auch noch die anderen Gesundmacher. Vor allem Gesundmacher. Ein versteckter Schalter. Schalter drücken, ja. Denn wer würde es nicht tun? Oh, oh. 10. Juli. Wir nennen das neu entdeckte Pokémon Mew. Boah, so spannend. Können wir hier gleich eventuell Mew finden? Boah. Das wäre echt der Hammer, wenn wir hier direkt Mew kriegen. Aber ich bezweifle es leider. Hoch können wir jetzt... Na, ah, wir können hier hoch. Oh. Oh, ein Kampf. Dieses Gebiet hier ist riesig. Ach, ich weiß, du Dieb. Du setzt garantiert einen Vulnona ein. Glaube ich zumindest, dass er noch einen Vulnona einsetzt. Haha, ich bin so gut. Ach, das ist der Simon. Ja, der Simon, der ist immer nur diebisch drauf. Ja, er klaut alle. Nein, das kennt ihr ja nicht. Ich sollte nicht so viel davon erzählen. Ja, Bodyguard. Unglaublich. Ein Dieb, der einen Bodyguard hat. Boah, das wäre ich mal geil. Wenn ich ein Dieb wäre, wenn ich einen Bodyguard hätte. Boah. Stell ich mir gerade so vor. Haben wir schon besiegt. Ja, Schwächling. Tschüss. Ja. Ich frage mich, wo mein Partner wohl sein mag. Eine Etage tiefer, die Treppen runter. Aber hier war doch was. Hier war doch was. Ich habe ein schlechtes Gedächtnis anscheinend. Aber da war doch... Da war doch früher ein... Ach, da ist das Item. Top-Rang. Und ein Tagebucheintrag. 6. Februar. Mew hat ein Junges geboren. Wir haben es Mewtwo genannt. Ey, wenn wir hier Mew oder Mewtwo fangen können, das wäre echt der Hammer. Ich sag's euch, Leute, ich fange sofort mit dem Meisterball. Ah nee, damit wollten wir ja Carpador fangen. Ja. Und hoch geht's. Eisen. Also Carbon kriegen wir dann gar nicht ja auch noch, oder? Sonst wäre ja irgendwie nicht gut. Nicht so schön. Schalter drücken. Oh. Mein Mentor lebte einst hier. Oh. Sein Mentor. Oh, sein Mentor! Oh, Magnetillo. Von Karel. Ich denke mal, wir sollten... Da war eine Fliege. Okay, weiter spielen. Surfer. Besiegt? Ich glaube nicht. Doch. Huh. Gut. So, und was kommt wieder? Magneton. Da können wir doch mal vielleicht unser Elisabeth gegen einsetzen. Wenigstens noch etwas, wozu es zu gebrauchen ist. Ja. Magneton in den Kampf geschickt. Und ein Flammelrad reicht hoffentlich. 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 Und ja. Besiegt es tatsächlich. Es ist unglaublich. La 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 la. Lo 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 lo. Yeah, wir haben es besiegt. Wow, unglaublich. Du hast mich besiegt. Boah, du kommst nicht weiter. Spring einfach da drüben hinunter. Hier? Ist da hinten noch was? Wo ist die Treppe? Ja, wir gehen einfach. Spring einfach hier runter. Wah! Ey, der hat mich verarscht. Boah. Der Typ hat mich verarscht. Ich mag den Typen nicht. Ich mag den Typen nicht. Ich mag den Typen nicht, weil der mich verarscht. Ja, Schalter drücken bitte.
Ja. Wir sollten das nicht nachsummen, weil das irgendwie schrecklich klingt. Jetzt gehe ich die Treppen hier runter. Pff. Trottel. Oh, Schutz wirkt nicht mehr. Ah, Mist. Ich musste da doch runterspringen. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich! Aber ich musste woanders runterspringen. Schutz. Und zwar bevor ich gegen den kämpfe. Da. Yeah. Wer bist du? Hier hat niemand etwas zu suchen. Wir haben hier Mewtwo. Ich glaube, der setzt Elektroball ein. Ja, ich weiß genau, was du willst, Ramon. Du willst mir Mewtwo wegschnappen. Surfer! Kreideschrei. Wenn er jetzt noch Explosion hält, bin ich tot. Also mein Pokémon, nicht ich. Aber wir besiegen es natürlich vorher. Gekonnt. Und was setzt du dann ein? In Smugmilk. In Smugglein. Dagegen setzen wir in Schmüssi ein. Mhm. Und dann greifen wir es mit einer Psychokinese an. Und machen es zum Pleit. Pleit. Psychokinese. Und Level Up. Ja. Ja, jetzt habe ich nicht gesehen, was da Plus geworden ist. Ja, das ist natürlich klasse, wenn man so schnell A drückt. Ein Schlüssel? Keine Ahnung, wovon du redest. Hä? Wovon habe ich denn geredet? Ich habe doch gar nichts gesagt. Haha, schnell mir die Sache, die ich nie gemacht habe. Carbon. Da haben wir das ja. Da können wir raus und hier können wir runter. Ey, ich will gegen dich kämpfen. Wo bin ich hier gelandet? Ja. Wahrscheinlich im Keller des Pokémonhauses. Oh, ein Vulkano. Ludwig. Ludwig der Große. Gibt es einen Ludwig den Großen? Garantiert gibt es einen Ludwig den Großen. Weil ich habe in Geschichte immer so klasse aufgepasst. Ja, genau. Ludwig der Sonnenkönig. Ich wette, das war ein anderer. Egal. Gab es Ludwig den Sonnenkönig? Ich bin mir gerade überhaupt nicht sicher. Friedrich? Gab es Friedrich? Ludwig? Das interessiert mich jetzt überhaupt nicht, aber egal. Übrigens, ich habe gesehen, auf dem Tisch gibt es wieder gleich einen Tagebucheintrag. Interessant. Puh. Ja. Yeah. Autsch. Ich habe mir gerade so vorgestellt, man könnte dieses Haus doch rein theoretisch in Minecraft nachbauen, oder? Ich meine, diese Schalter kann man locker mit Redstone schaffen und Pistons. Also wäre es doch möglich, das eigentlich nachzubauen, ja. Dürfte, ja. Ja, hier liegt viel nützliches Zeug herum. Und Tagebuch. 1. September. Mewtwo wird immer stärker. Wir können die unkontrollierten Wutausbrüche nicht eindämmen. Oh, was passiert da nur? Auf jeden Fall erstmal einen versteckten Schalter drücken. Könnte es sein, dass Mewtwo sie umgebracht hat? Oh, ein Pokémon, das Menschen umbringt. Kann es das geben? Wir werden es sehen. Es bleibt mysteriös. Ja, dagegen setzen wir jetzt direkt ein Waldemar ein. Hier wäre der ideale Platz für ein Labor. Ich glaube, hier war früher mal ein Labor. Und Mewtwo hat es zerstört. Ich bin mir ganz sicher. Ich sehe es vor mir. Mewtwo rastet aus, weil es in einer Glasröhre steckt. Und es erforscht wird. Und auf einmal erwacht es. Und es hält die Menschen für niedere Kreaturen. Und macht alles um sich kaputt. Und dann... Ja, ich sehe es. Dagen kam. Nein, das kann nicht sein. Oh, ich glaube, wir müssen nicht nochmal gegen den kämpfen, weil sonst habe ich Angst, was sein Pokémon sein könnte. Oh, ich sehe es genau vor meinen Augen.
Unglaublich. Aber ich will euch ja nicht spoilern. Ja, ihr werdet ja dann sehen, was ich gemeint habe, wenn es soweit ist. Aber erst dann. Ja, wir wollen das Pokémon wechseln. Gegen Elisabeth. 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 Elisa, Elisa. Elise, Elise, Elisa. So. Flammenrad dürfte überhaupt nicht ausreichen. Hoffentlich, hoffentlich. Und? Ja! Aber das ist natürlich nur bei Elisabeth so. Flammenratlos. Meine Güte. Nicht mal das kriegst du besiegt. Schlechtes Pokémon. Schlecht, schlecht, schlecht. Was habe ich noch falsch gemacht? Du hast mich einfach grundlos angegriffen. Hier gefällt es mir. Man kann prima forschen. Das ist schön.